Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben Aqua und Terra die Meisterschaftsprüfung abgelegt. Terra hat leider nicht bestanden, da in seinem Herzen die Dunkelheit wohnt und er konnte die Dunkelheit nicht unter Kontrolle halten. Ich bin mir da aber nicht so sicher und ich meine das jetzt nicht irgendwie, um jetzt unnötig Spannung aufzubauen von wegen haha, ich weiß es in Wirklichkeit doch. Nein, ich weiß bis heute immer noch nicht, ob er wirklich krasse Dunkelheit in seinem Herzen hat oder ob Xehanort da zwischengefunkt hat. Im Grunde hat ja jeder irgendwo Dunkelheit in seinem Herzen. Wir sind jetzt hier auf der Weltkarte und versuchen Terra zu verfolgen, weil Terra ist ja aus unerklärlichen Gründen auf einmal aufgebrochen. Doch vorher öffnen wir mal das Menü, schauen uns mal hier so ein bisschen um. Kommandodeck, ja, also hier können wir, wie gesagt, unsere Attacken verwalten. Die Attacken können auch Level steigen. Mit KP-Kommandopunkten kann die Stufe der Kommandos gesteigert werden und ihre Wirkung erhöht werden. Ja, genau. Autofertigkeiten. Schwertfall hat die maximale Stufe erreicht. Die Fertigkeit Analyse wurde automatisch angelegt. Genau. Ja, das hat was von Final Fantasy 9. Genau. Und zwar hat jede Fähigkeit eine Extra-Fähigkeit in sich. Also wir können die Fähigkeit Schwertfall einsetzen. Die Schwertfallfähigkeit bringt, wenn man sie equipiert, zusätzlich die Fähigkeit Analyse. Und dadurch, dass Schwertfall aufs Maximum gestiegen ist, haben wir Analyse komplett für immer gelernt. Das heißt, wenn ich jetzt Schwertfall ablege, habe ich trotzdem Analyse immer noch, weil ich Schwertfall aufs Maximum gelevelt habe. Ne? So ist das dann. Wir leveln das also im besten Fall auf, damit wir möglichst viel dazulernen. Ja, Sturmlauf habe ich noch. Alles klar. Ja, es wird dann, glaube ich, auch noch Fähigkeiten geben, die mehr als einen Slot brauchen, weil sie mächtiger sind. Also beispielsweise 3 Slots oder so. Aber das werden wir dann natürlich auch noch sehen. Was haben wir hier mit R2? Sprung. Genau, das ist normal. Springen, Blocken mit Viereck und Ausweichrolle auch mit Viereck. Genau. Multikommandos haben wir natürlich die Feuersalve. Kommandofusion, ja genau, da können wir dann Sachen miteinander kombinieren. Logisch. Soll ich das jetzt schon machen? Ja, lass mal machen. Oder wir nehmen jetzt mal Schwertfall und Wind und kriegen dadurch irgendwas. Wir können das Ganze jetzt noch mit einem Gegenstand verstärken, aber wir haben keinen. Was kommt dabei heraus? Aurora, ja. Also typisch Final Fantasy technisch mäßig gibt es ja Zauber, Feuer, Wasser, Eis, Wind, Luft, bla bla bla. Und die gibt es dann in 3 Stufen. In dem Fall wäre es Auero, Aurora und Aurero Ga. Ja, also Windstufe 1, Windstufe 2, Windstufe 3. Und wir haben jetzt Windstufe 2 gelernt. Und dementsprechend können wir das anlegen und haben zusätzlich die Fähigkeit Attacke Hast. Das sorgt, glaube ich, dafür, dass wir, dass unsere Kommandos sich schneller aufladen. Die Abschlusskommandos entwickeln sich weiter, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Je nach erfüllten Bedingungen entstehen andere Abschlusskommandos. Im Abschlusskommando-Bildschirm kannst du das Kommando wechseln oder den Namen ändern. Genau, also wir haben ja hier, wenn wir 3, 4 Fähigkeiten hintereinander einsetzen, macht er einen Abschlussangriff und der levelt dann momentan das hier auf. Und was wir dann letztendlich davon haben, sehen wir dann, wenn wir es freigeschaltet haben. Was würde ich noch machen? Die Gegenstände. Genau, hier haben wir das Schlüsselschwert. Das erste Schlüsselschwert, das hat eine geringe Reichweite. Bla bla bla. Hier sehen wir Angriff, Verteidigung. Im Rucksack befindet sich ein Wegfinder und unser Schlüsselschwert. Fertigkeiten haben wir. Fertigkeiten sind Sonderfähigkeiten, die mit Kommandos verbunden sind. Füge deinem Deck Kommandos mit Fertigkeiten hinzu. Bla bla. Das habe ich ja eben erklärt, ne? Wir haben ja, beispielsweise jetzt. Ja, das habe ich gerade alles erklärt. Also wir haben jetzt hier die Fähigkeit Attacke Hass gelernt. Die Nachladezeit aller Angriffskommandos in deinem Deck verkürzt sich. Habe ich eigentlich mal nur gestellt. Ja, fuck. Mehrfaches Anlegen verkürzt die Zeit zusätzlich, genau. So, das können wir jetzt
haben wir angelegt, genau. Durch unseren Gegenstand. Und wir haben hier die Final Mix Fähigkeit 0 Erfahrung. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Wir spielen ja die Final Mix Version. Es gibt von Kingdom Hearts 1, 2 und Birth by Sleep eine Final Mix Version. Die kamen damals exklusiv in Japan raus und haben zusätzliche Sachen beinhaltet. Mehr Gegenstände, mehr Bosse, mehr Zwischensequenzen. Und die gab's nie bei uns, nie in Europa. Bis jetzt natürlich zu den Final Mix, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze nochmal für PS3 und PS4 rauskam. Und in diesen Final Mix Editionen kann man das hier aktivieren. Null Erfahrung. Du erhältst keine Erfahrungspunkte für besiegte Gegner. Das heißt, wenn ich das jetzt aktiviere, bleibe ich immer Level 1. Und es ist tatsächlich so, dass du jedes dieser drei Teile auch auf Level 1 schaffen kannst. Aber wir sind mal nicht so, ne? Ich denke nicht, dass ich das schaffe, weil das ist, es ist nicht so spaßig, ja. Analyse, zeigt die LP des anvisierten Gegners. Genau, sieht man dann immer oben rechts. So, die links habe ich natürlich Aqua und Terra. Genau, ne, das werden wir dann auch noch sehen, wenn das aktiviert wurde. Status, Basiswerte, hier meine Blablablas, meine Attribute und mein Kommandostil. Ach ja, steht ja auch hier, ne, warte. Schaltet sich frei, wenn du Kommandos wie Schwertfall einsetzt, genau. Abschlussangriff hatten wir eben schon. Berichte, genau, da war noch was zum Lesen, Geschichte. Land des Aufbruchs, gut, das ist ja das, was wir... Was wir halt erlebt haben, das muss ich nicht lesen, aber das hier, Brief von Xehanort. Danke für deine Einladung zur Meisterzeremonie. Unser Meister hat dir damals seine Nachfolge überlassen. Genau, die Rede ist von tatsächlich... Es ist nicht offiziell bestätigt, aber da Xehanort, der das Schwert von Luxu hat, ist also... ist der Meister von Erakus und Xehanort, also den beiden Typen da, die wir gesehen haben, ist Luxu. Und Luxu ist der Schüler von dem Meister aller Meister, der da in diesem Film drin war, den ich euch kurz beschrieben hatte. Und damit eine große Bürde auferlegt. Doch du bist dieser Verantwortung bravourös nachgekommen, indem du neue Schüler ausgebildet hast. Das war bestimmt nicht immer leicht. Aufgrund unserer Meinungsverschiedenheiten damals habe ich dir diese Verletzung zugefügt, obwohl ich in dir immer so etwas wie meinen jüngeren Bruder sah, wie ich mich dafür schäme, und trotzdem hattest du vor einigen Jahren ein offenes Ohr für meine selbstsüchtige Bitte. Ich habe dir nie richtig dafür gedankt, dass du den Jungen bei dir aufgenommen hast, geschweige denn mich bei dir entschuldigt, und dennoch machst du mir keine Vorwürfe. Du lädst mich sogar zur Initiation der neuen Meister ein. Ich freue mich sehr darauf, deinen Schülern persönlich meine Glückwünsche zu überbringen. Inzwischen habe ich erkannt, dass unser Meister mit dir den richtigen für seine Nachfolge ausgewählt hat. Seit Generationen sind wir die Hüter des Lichts, doch müssen wir die Welt aus den Schatten heraus beschützen. Welche Ironie, doch deine Güte, deine Fürsorge und vor allem deine Loyalität dem Licht gegenüber nötigen mir den größten Respekt ab. Ich habe die Welt bereist und viele Formen der Dunkelheit kennengelernt, aber in letzter Zeit scheinen mir die dunklen Aktivitäten zugenommen zu haben. Yen-Sid hat dir vielleicht bereits davon berichtet, doch ich spüre überall in der Welt die Präsenz der unversierten, dunkle Wesenheiten aus negativen Gefühlen herausgeboren und in den Weisen des Lebens gänzlich unbewahrt. Puh. Und was dunkle Präsenzen angeht, so plagt mich eine Sorge in Bezug auf die jetzt bevorstehende Meisterzeremonie. Es geht um deinen Schüler Terra, dem ich vor einigen Jahren bei meinem letzten Besuch begegnet bin. Er hat ihn wahrscheinlich schon vorher manipuliert. In ihm schlummert zweifelsohne große Stärke und großes Potenzial, doch leider spürte ich in ihm auch die Dunkelheit. Ich will dir keineswegs in deine Angelegenheiten hineinreden, doch halte ich es für gefährlich, Terra zum Meister zu ernennen. Was hältst du davon, wenn wir nach meiner Ankunft noch die klassische Meisterprüfung abhalten? Dann kannst du anhand dieser entscheiden, wer zum Meister berufen ist und wer nicht. Jedenfalls freue ich mich sehr darauf, dich nach so langer Zeit endlich wiederzusehen. Ja, ich muss zugeben, ich habe diesen Scheiß nie gelesen. Niemals.
Aber wir werden das tun. Keine Sorge, wir werden das in diesem Let's Play tun. War ja auch sehr, sehr interessant. Die Charaktere, gut. Ne, das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Also hier, wie gesagt, das ist Meister Eriakus. Das ist Meister Xehanort. Beide die Schüler von Luxu. Und den werden wir noch kennenlernen. Den maskierten Jungen. So, Kommandosammlung. Alles klar. So, sonst noch irgendwas? Kommandobrett werden wir uns später anschauen. Jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal in den Zwergenwald. In die erste Disney-Welt. Wie gesagt, die Welten, die wir besuchen werden, sind im Grunde dieselben. Wir werden sie nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten besuchen mit den jeweiligen Charakteren. Das heißt, jede Welt besteht aus drei Abschnitten. Huh? Huh? Oh. Und natürlich ist es Schneewittchen. Wow. Yay! So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss noch mal ganz kurz auf den in den Schwierigkeitsgrad schauen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Veteran. Ja, oh, Rüstungsmoment, was? Ach so, ja, nee, klar. Das, ich verstehe schon, was er damit meint. So, kann ich hier irgendwo noch den Sound einstellen? Nee, ne? Weil mir wäre irgendwie so, als würde die Musik etwas zu laut sein. Umgebungskarte an, Vibrationsfunktion. Muss ich irgendwas inventieren? Rechts, links, hoch, runter. Ne, das passt, alles klar. Gut, Leute, dann geht's jetzt... Ups! Achso, ne, hier können wir ja gar nicht sterben. Dann geht's jetzt mal so richtig ab hier. Ja, das Tolle an den Disney-Welten ist, dass sie... Gut, hier jetzt in dem Teil nicht. Also normalerweise sieht die Kommandoleiste... Also bei Kingdom Hearts... Oder war das nur bei Kingdom Hearts 2 so? Dass die Kommandoliste je nach Welt einen eigenen Stil hatte. Aber die Musik, die Kampfmusik, passt sich der Disney-Welt an. Was sehr, sehr schön ist. Da wollte ich gerade mit Dreieck öffnen, habe ich vertippt. Ja, das sind die Universierten, von dem der liebe Xehanort gesprochen hat in seinem Brief. Erstaunlicherweise haben sie mich noch nicht angegriffen. Von, jenem hätten wir ein wenig mehr erfahren können, wenn wir jetzt Terra oder Aqua gespielt hätten. Die hätten dann noch... Wobei, ja, sie hätten im Grunde dieselbe Aufklärung bekommen wie wir jetzt. Nur wir mussten es nachlesen. Bei den anderen hätte es jetzt eine Zwischensequenz gegeben. Genau. Da kann ich jetzt nicht hin, weil das einfach nicht für Ventus bestimmt ist. Aber würde ich jetzt, sage ich mal, Terra oder so spielen... würden wir in anderen Gebieten sein. Ne? Ich wundere mich gerade. Karte ist aktiviert, aber ich schätze, ich muss sie erst noch einsammeln. Huh? Hm, na gut. Ja, wahrscheinlich da drin. Wirklich erstaunlich. Ich meine, klar, es sind jetzt die Anfangsgegner, aber... Hm, schon nicht schlecht. Öffnen. Ne, Äther. Oh, da ist ein Fetter, okay. Sollte vielleicht auch mal mehr meine Attacken hier einsetzen. Wobei, ich glaube, die leveln sich ja auch so auf. Also, jetzt habe ich beispielsweise meinen Stil geändert, weil ich viele Kommandos eingesetzt habe. Oh mein Gott! Oh! Oh! Ich meine, was habe ich jetzt bitte erwartet? Aber er hat mich einmal angegriffen, fast tot. Okay. Ich habe nichts gesagt. Wieso bin ich immer so überheblich? Alles gut. Ihr braucht mich nicht angreifen. Alles wird gut. Die Frage ist jetzt, sollte ich im Trank... Hatte ich nicht irgendwas... Warte. Nein. Das war... Kommandodeck. Heiltrank, genau. Ich frage mich halt, ob der dann im Kommando drin bleibt, auch wenn ich keinen Heiltrank mehr habe. Sprich, wenn ich einen bekomme, er dann wieder zur Verfügung steht. Hm. Wer weiß. Okay, da sind weitere Gegner.
Ja, gegen Ende wird es, denke ich mal, einen Punkt geben, wo ich trainieren werde, aber das werde ich dann... Da werde ich dann vorspulen, ne? Nur mal so. Aber abgesehen davon sollte es eigentlich keine großartigen Probleme geben. Ich wage zumindest zu behaupten, dass es den Schwierigkeitsgrad Veteran auch in der normalen Version gab. Und ich da auch ganz gut zurechtgekommen bin. Okay. Hier scheint es keine Karte zu geben, aber naja. Von mir aus. Ist ja jetzt auch nicht so das krasse Gebiet, wo man sich jetzt verlaufen könnte. Huh? Who are you? I'm Ventus. Call me Ven, a diamond thief! Take cover, you fools! I'm sorry. I didn't mean to frighten you. You didn't? Oh, you mean you're not here for our diamonds? That's not nice. Treating me like some kind of bad guy? I'm just trying to find a friend. His name is Terra. He's dressed kind of like me, about yay tall. Sounds like a tall tale to me. Go on, get! We don't know any Terra. Please, could you come over here? I just want to talk. Don't fall for it! Stay where you are! All right, then we'll do this the hard way. Ja, er kann doch anders. Ach, die armen Zwerge, die glauben mir doch nicht. Oh, guck mal, hier kann ich... Oh, falsche Attacke. Falsche Taste meine ich. Genau, hier kann ich Sachen... Sachen kaufen. Alles klar. Dich brauche ich nicht fangen. Aber die anderen, hä? Die anderen Schlawiner verstecken sich doch vor mir. Die Frage ist natürlich, wo... ja. Moment. Da drin? Da kam ich daher? Ne, da kam ich her. Ja, während wir die Zwerge einfangen, kann ich ja noch kurz was zur Synchro sagen. Die ist gut, aber traurigerweise muss man ja sagen, dass es das Kingdom Hearts 1 und 2 damals deutsche Sprachausgabe hatten, die sensationell war. Also nicht nur die Charaktere wie Sora, Kairi und Rico selber, sondern auch die Disney-Charaktere hatten alle ihre originale Disney-Stimme. Ja, also wer schon mal Disney-Filme geschaut hat, der wird da sofort mit warm. Und selbst auch so Welten wie Fluch der Karibik, also hier Leute wie Captain Jack Sparrow und so, die auch ihren eigenen Auftritt hier haben, die hatten auch alle ihre originale deutsche Stimme. Aber irgendwie hat sich das traurigerweise nicht durchgesetzt. Also wenn wir dann nachher mal Kingdom Hearts 1 und 2 spielen, werde ich dann zwischendurch mal ein paar deutsche Sequenzen rein editieren, damit ihr das mal hören könnt. Wirklich sehr, 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 sehr schade. Das war echt schön. Und angeblich gab es auch, wurden auch Petitionen getätigt. Da haben Leute versucht, die Entwickler dazu zu bringen, dass es dann auch in späteren Teilen wieder deutsche Synchro gibt. Aber naja, hat sich nicht gut durchgesetzt. Ich hätte zusätzlich zu der englischen vielleicht jetzt noch gerne die japanische. Den Schritt hätte man vielleicht noch gehen können, aber das haben sie wohl nicht getan. Gott, du bist hartnäckig. So, das wäre der erste. Elender Dieb, du bekommst unsere Diamanten nicht! Ja, Diamanten, kann man die essen? Zumal, wie genau wollt ihr die eigentlich verteidigen? Ich meine, ihr rennt jetzt weg, ich könnte sie ja selber abhölzern, abernten. Aber okay. Oh nein, jetzt habe ich den Trank eingesetzt. Oh mein Gott. Ja, man sollte natürlich schon aufpassen, was man da unten verwendet. Ja? Gott verdammt da. Bams, bams. Okay. Du niest. Du hast dich verraten. Komm raus. Ja, noch ein Grund, warum ich Ventus gerne als erstes Spiel ist, weil Ventus mein Lieblingscharakter ist von den dreien. Und ich mag seinen Kampfstil. Meine Nase juckt ganz schön. Ich muss niesen. Vorsicht. Hast du doch schon.
Also Aqua ist ja eher so die Zauberin, Terra der brutale Typ und Ventus ist halt so ein Mittelding. Sehr, sehr wendig, sehr, sehr akrobatisch. Ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Sehr. Die anderen beiden eher nicht so vom Charakter, ja? Die sind mir irgendwie zu... meh. Ja. Aber naja. Ihr könnt ja gerne da eure eigene Meinung dazu bilden. Aber momentan erstmal natürlich verbleiben wir bei Vanilline. Okay, da klingt das Handy. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das ist heute mit Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. In der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir die ganzen Zwerge einfangen und ihnen ein wenig Liebe eintrichtern. Die sollen mal gefälligst aufhören zu denken, dass wir ihnen was Böses wollen. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.